Wir sind auf der Redaktionskonferenz in Gummersbach und hier treffen wir einen der Social-Media-Experten der Rheinischen Post, Henning Bulka. Uns erklärt er, warum Facebook Live so wichtig ist. Es war eine absolute Premiere für die Drehscheibe. Nicht nur wie hier auf Snapchat, sondern auch im Facebook-Livestream konnten Lokaljournalisten, die es nicht nach Gummersbach geschafft hatten, die Konferenz verfolgen. Und auch wenn das WLAN nicht immer mitspielte und deshalb der Ton manchmal nun ja etwas streikte, war das Live-Dabeisein-Gefühl ziemlich unschlagbar. Und alle haben mitgemacht. Und zwar stehen wir hier mit, jetzt muss er noch ins Bild kommen, Eckhard Rüger, dem legendären Alleinredakteur. Wir sind hier mit der Silvia Binner vom Bonner Generalanzeiger und wollen natürlich auch von ihr den großen Location-Check wissen. Das ist schon eine super Sache. Wir sind wieder live von der Redaktionskonferenz in Gummersbach, diesmal mit Wolfgang Kiewit von den Ruhrnachrichten. Genau um dieses Gefühl geht es auch, findet Henning Bulka aus dem Social-Media-Team der Rheinischen Post. Wir haben jetzt von der Redaktionskonferenz Live-Videos bei Facebook gemacht. Warum ist das so wichtig? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht mehr nur auf Augenhöhe mit dem Nutzer bewegen, sondern uns auch in ihn hineinversetzen, also quasi empathisch sind, auf ihn zugehen, mit ihm interagieren. Da ist Live-Video ein ganz, ganz gutes Mittel, um quasi aus der Sicht des Nutzers von einem Event zu berichten, über irgendein Ereignis, Interviews mit Leuten zu führen oder irgendwo rauszugehen. Und warum sollten Lokalzeitungen dabei sein? Es ist ganz einfach ein total einfaches Mittel, um von draußen zu berichten. Ich brauche keinen Übertragungswagen mehr, sondern ich gehe einfach mit einer Person und einem Smartphone letztlich hin, kann von einem Ereignis live berichten, erreiche damit viele Nutzer auf Facebook und bewege mich eben dabei auf Augenhöhe und aus der Sicht des Nutzers. Welche Tipps haben Sie für Lokalzeitungen, die jetzt gerade damit anfangen? Also zunächst mal keine Angst haben, sondern einfach mal ausprobieren. Es kann im Grunde genommen nichts schief gehen. Selbst wenn was schief geht, kann man das erklären. Die Frage, von welchen Events oder Sachen man denn überhaupt Bericht erstatten sollte mit Facebook Live, ich würde da gar nicht so viele Einschränkungen machen. Im Grunde genommen jedes Thema, das irgendwie Gesprächsstoff hat, wo auch was passiert vor der Kamera, also was ein bildstarkes Thema ist, ein Ereignis, wenn jemand ankommt, ein Prominenter zum Beispiel oder auch eine Demonstration, kann man das sehr gut machen. Oder auch ein Interview, wo Nutzer Fragen einreichen können. Das sind alles Anwendungsfälle. Und live heißt auch spontan, also einfach drauf losreden oder bereitet man sich vor? Im Prinzip ja, erstmal drauf los. Da kann im Grunde genommen nicht so viel passieren. Gleichzeitig habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn man sich nicht doch ein bisschen überlegt vorher, wo man denn hin will mit der Geschichte, dann ist es so, dass nach spätestens 2 Minuten dann das eigene Material an dem, was man so spontan sagen kann, ausgegangen ist. Deshalb am besten so ein kleines Drehbuch vorher überlegen, mit wem will ich sprechen, was will ich zeigen, wo will ich hingehen, dann ist das schon eine ganz gute Basis.